Willkommen zurück in Minecraft. Ja, wir haben es tatsächlich nach Hause geschafft. Der Kompass hat mich wirklich zu dem Spawnpunkt, das ist ein Elefant. Jedenfalls zu dem Spawnpunkt, wo wir damals das Let's Play gestartet haben. Nicht hier zum Bett oder sowas, nein, sondern nach weit, weit raus in die Ferne. Und dann habe ich das, ich habe mir die Freiheit genommen und habe das dann offscreen gemacht. Wo wir dann, zurückreisen, weil das wären dann ungefähr nochmal eine halbe Stunde gewesen, die wir einfach nur so auf dem Boot rumdümpeln. Und ich wollte mal kurz was in die Truhen bringen. Wir haben ja die ganze Ausbeute hier noch voll in der Tasche. Und die wollen wir hier auch wieder unterbringen. So, erstmal irgendwo rein. Dann später mal gucken, wo tun wir es dann genau rein und sowas. Ein Boot ist, glaube ich, flöten gegangen. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, das wurde wieder von der Qualle gefressen oder sowas. Ich hab's vergessen. Tut mir leid. Ja, was machen wir denn heute? Heute machen wir hoffentlich etwas Sinnvolles. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht, was wir heute machen. Werden wir gleich mal gucken. Oh, Eisenerz. Ziselierte Steine. Die können wir auch hier mit reintun. Ja, wir waren ja auf unseren Ausflug letztes Mal doch ziemlich erfolgreich, würde ich sagen. Ne? Wir haben da ganz schöne Ausbeute gemacht. Haben auch einiges davon mitgebracht. Ich glaube sogar alles. Und ja, also der Ausflug war mehr oder weniger ein voller Erfolg. Bis auf die Tatsache, dass wir kein NPC-Dorf gefunden haben. Aber ich denke mal, so schnell wird es hier auch kein NPC-Dorf geben. Und ich gehe hier mal eben mit Hacke nach draußen und ich habe da ja noch diesen Trennstreifen, ne? Aber da dachte ich mir jetzt so, na komm, machst du das auch weg, dann spawnt er wenigstens nichts, was der dann über die Felder hüpft oder sowas. Deswegen machen wir das hier einfach alles mal weg. Hier die Ecken machen wir auch. Einfach nur, damit er nichts spawnt. Aber die tun wir dann nicht bepflanzen. Okay, haben wir das. So, und dann habe ich mir überlegt, wir könnten mit dem Silo anfangen. Dazu brauchen wir aber ein bisschen Lehm und auch Stein. Und da können wir mal eben gucken, ob wir genug Steine dafür haben. Müssten wir eigentlich. Wir haben ja jede Menge Steine, oder nicht? Allein durch die ganze Terraformen hier. Gehen wir noch mal kurz nach oben und dann schauen wir mal in der Truhe, wie viele 100.000 Steine wir denn haben. Ah, sieht gut aus, sieht gut aus. Ich habe noch keine genauen Vorstellungen, wie ich das dann mache mit dem Silo, aber halt so halbwegs. Und jetzt wollte ich mal was gucken. Es gibt ja noch diese Pflasterstein-Ziegeldinger, aber die macht man nicht so, ne? Wie waren die doch? Also halt nicht die normalen Kobblestones, sondern andere. Ich weiß jetzt noch nicht mehr, wie man die macht. Ich habe jetzt auch nichts offen oder sowas, weil ich nehme derzeit auch mit etwas anderem, mit anderen Einstellungen sozusagen auf. Das sind Mauern. Nee. So hier alles voll? Nein, wie verhandelt das? Komme ich denn da jetzt nicht drauf? Nee, so auch nicht. Na egal, dann bauen wir halt mit den Cobblestones ein bisschen rum. Dann gucken wir mal, was sich da denn quasi bilden wird. Gehen wir erstmal hier raus. Dann machen wir so leicht das Grundgerüst von den ganzen Dingen. Ja, ich sollte hier vielleicht mal die Erde wegmachen, damit hier nix und niemand rüber hüpft. Und du da musst da leider runter. Ja, meinetwegen kannst du da sein. Aber das war's dann, bitteschön. Ja, ich habe auch eine Schaufel, dann könnte ich auch die Schaufel benutzen. So. Jedenfalls, ich nehme jetzt hier eine höhere Auflösung auf und sowas und auch mit einem anderen Aufnahmeprogramm. Und dann wollte ich einfach mal gucken, wie flüssig läuft es dann, wie viel besser sieht Minecraft dann dadurch aus in der Aufnahme. Hier hinten haben wir kein Gatter, das müssten wir eventuell nochmal nachfügen. So, machen wir hier nochmal was. Ich habe halt noch wirklich kaum oder gar keinen Plan, wie ich das hier so genau mache. Keine Maße, kein nix. Und dann machen wir hier was, hier was, hier was. Das Silo soll eigentlich auch nur dazu dienen, dass wir halt so Getreide und sowas hier so zwischenlagern können in so kleinen Truhen oder sowas. Mehr soll das eigentlich gar nicht sein. Nichts Großartiges oder sowas. Ah, shit. Ah, komm, dann machen wir den hier nochmal weg.
Und hier kommt ja auch eine Tür hin. Hier kommt die dann hin. Okay. Machen wir mal Hep. Hep. Und hier nochmal. Zack, zack, zack. Soll halt kein großes Bauwerk werden oder sowas, sondern halt wirklich nur sowas Kleines. Dann mal gucken, wie ich das denn genau machen werde. Also wird hier nicht die ganze Zeit mit Cobbles oder sowas sein. Wir werden das noch ein bisschen ausbessern mit Holz und sowas. Aber halt erst später. Sieht halt im Moment eher aus wie so ein Turm. Ja. Gut. So viel erstmal dazu. Da kommt dann halt so ein Ziegelsteindach drauf, so leicht angeschrägt. Und dann kommt da drauf nochmal so ein bisschen turmartiges Gebilde. Aber erstmal gehen wir jetzt auf Lehmsuche. Weil ohne Lehm lässt sich kein Ziegelstein machen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, gibt es überhaupt Ziegelsteintreppchen? Wenn nicht, dann ist schlecht. Dann müssen wir uns da irgendwie was anderes überlegen. Aber ich meine, es gibt Ziegelsteintreppen. Werden wir ja sehen. Erstmal ein bisschen Lehm holen hier aus der Tiefe. Bei den Clownfisch hier. Ist das Erde oder ist das Lehm? Das ist Lehm. Sehr schön. Dann holen wir uns das hier mal raus. Und ja, unter Wasser gräbt man hier mit der Schaufel ein bisschen langsamer. Ich weiß, aber muss halt manchmal sein. Aua. Oh. Der Piranha-Fisch. Ey, ich habe immer noch nicht diese Einstellung vorgenommen. Aua. Ich will jetzt auch nicht den Fisch töten. Er kann doch nichts dafür. Ehrlich. So, aua, aua. Boah, schlägt er mich hier aus dem Wasser raus? Ich glaube, es hackt. Okay, dann reißen wir hier nochmal so ein bisschen rum. Wir können auch den Bambus mitnehmen. Den Bambus irgendwo einpflanzen bei der Farm oder so. Eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Bambus brauchen wir ja nicht so viel erstmal. Das ist ja... Ja, so und so und so. Material, das braucht man alle paar Tage mal oder so. Beziehungsweise ich habe es jetzt noch nicht gebraucht, ne, aber irgendwann kann man das halt mal gebrauchen. Für dekorative Arbeiten und so. Und wir sollten auftauchen. Auftauchen, 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 auftauchen. Ah, ich werde angegriffen. War klar, geh weg. Ein kleiner nerviger Fisch. Es wird schon wieder dunkel, verdammt, wir müssen nach Hause. Na gut, dann machen wir zumindest schon mal dieses bisschen Lehm, was wir jetzt haben, zu richtigen Ziegelsteingedöns. Lauf mal ein bisschen schneller hier. Genau, yay. Na los, lauf. Lauf, 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 lauf. Ja, und da sind auch schon wieder die Skorpione, die voll aggro sind und sowas. Ich weiß halt noch nicht, wie ich das genau mache mit den Spawnraten und sowas. Die kann ich ja alle einstellen. Muss ich halt nur mal gucken, wie ich das alles denn einstellen möchte. So, der Ofen ist hier hinten. Wir werden auf Dauer noch sehr viel Lehm brauchen, vor allem für das, was ich mir noch so gedacht habe. Oh, wir haben richtige Steine. Komm, haben wir den Lehm hier rein. Haben wir das Holz nicht hier im Inventar. Wollte ich jetzt mal so ein bisschen gucken, wie mache ich hier das denn? Mit dem... Ich würde halt hier so eine Art Flur gerne haben. Ja. So langsam bildet sich da schon so langsam was vor meinem geistigen Auge sozusagen. Nehmen wir mal hier das Eichenholz. Machen daraus ein bisschen Holz. Holz! So. Und... So, dann machen wir mal das hier. Machen wir mal... Ja, das kann man so machen. Ja, also komm da mal raus, ne? Hier sollte ich dann vielleicht hier eine Tür einbauen. Nein, was macht der Hase denn? Was macht der Hase denn? Was macht der Hase denn? Komm da weg! Komm da weg, du willst ja nicht raus! Da verschwindet so ein Boot. Okay, das ist in Ordnung. Oh, dieser Hase, ne? Ja, ich habe eine Axt im Inventar. Den Kompass hätte ich eigentlich auch mal weglegen können, aber naja. So, hier kommt dann so die Tür rein. Hier wird dann so ein kleines Bad oder sowas dann gebaut. So ein Gästebad. So, dann kommt hier einmal so... Na, kommt hier einmal so... größeres Wohnzimmer oder sowas. Mal gucken.
Ja, das machen wir bis hier hin. Weiß ich aber noch nicht, wo ich hier die Tür mache. Vielleicht hier so. Nach Bauchgefühl halt. Mal gucken, wie ich hier dann das Wohnzimmer dekorieren werde und so. Habe ich Fackeln? Nein, ich habe natürlich keine Fackeln. Komme ich denn auf sowas? Und ja, hier das mit dieser offenen Treppe, dass man diese wirklich so sehen kann, das gefällt mir eigentlich noch nicht so. Vielleicht ändere ich hier auch das Holz der Treppe, obwohl, nee. Nee, das tue ich nicht. Nee, hier kommen wir. Machen mal diese umgekehrten Treppchen hier mal weg. Und machen wir das so. Stecken wir so ein bisschen die Treppe. Jetzt stecken wir da noch eine Fackel rein, damit da nichts spawnt und so. Moment. So. Könnte es auch auskleiden mit Holz, aber nee. Holz? Ja. Machen wir hier einmal kurz zu. Ah, das ist natürlich jetzt doof mit der mit dem Fenster. Warte mal. Dann machen wir hier das wie folgt. Dann werden wir hier sowas machen. Hat man dann da so eine kleine Nische oder sowas, wo man dann irgendwas reinstellen kann? Keine Ahnung. Machen wir kurz dicht. Nein. Das war nicht so gewollt. Verdammt. So, haben wir das. Dann kann man hier nochmal so ein Blümchen oder sowas hinstellen. Warum auch immer. Kann man hier das noch ein bisschen breiter machen? Nee, das geht nicht wegen dem Holzding. Na, okay. Okay, das würde natürlich nicht auffallen, wenn da andere Holztreppe wäre. Aber haben wir nicht. Okay. Machen wir hier einmal. Machen wir hier, genau. Und machen hier einmal die Raumunterteilung schon mal. Wenn wir genug Holz haben natürlich. Weil so ein bisschen nervt mich das ja schon, dass hier wirklich alles noch so unfertig ist, ne? Und ich denke, euch hat das bisher auch schon genervt. Dann machen wir hier zu. Haben wir hier so einen Wohnzimmerraum. Ja. Hier kommt nichts weiter hin an Räumen so großartig. Wir haben eine Küche, wir haben Wohnzimmer, wir haben Klo. Und ja, das ist eigentlich so im Großen und Ganzen das, was wir dann hier brauchen. Also brauchen in Anführungszeichen. Hase, würdest du mal bitte da weggehen? Nee? Warte mal, so. Und also man kann hier vielleicht irgendwo nochmal so einen Raum oder sowas einfügen, ist jetzt aber nicht wirklich notwendig, zum Beispiel hier oder sowas, einen kleinen Raum, wo wir irgendwas machen, oder vielleicht einfach so einen offenen Raum. Weiß ja nicht, was hat man denn noch so für Räume? Können wir ja erstmal so lassen hier. Wozu auch immer. Wir können auch hier quasi noch so einen Raum mit dran machen, der da halt so eine Nische hat da. Aber nee. Gut, haben wir jetzt die Raumunterteilung. So ein bisschen zumindest. Und dann so diese offene Küche mit dieser Wohnzimmer-Dings. Ich bin gerade am überlegen. Man könnte ja hier. Nein, das sieht kacke aus. Nein. Nein, ist alles gut. Alles gut. Ist schon weg, der Gedanke. Wir brauchen hier noch Druckplatten auf jeden Fall. Damit wir die Dingens machen können. Diese Tischplatte. 8 waren das, glaube ich, ne? Ich weiß es nicht mehr, leider. Dann gucken wir mal, ob das gereicht hat. Ah, 2 bräuchten wir dann noch. Zack und zack und zack und ja, siehst du, da brauchen wir noch diese 2. Haben wir. Ist ja nicht so wie bei armen Leuten hier. So, und dann haben wir auch einen richtigen Tisch hier. Wie weit ist der Leben? Ja, nicht sehr, sehr weit, ne, aber könnt ihr es ja schon mal nehmen. Dann mal gucken, wie war denn das? Das sind die Ziegelsteine. So geht das nicht, okay.
Wir können ja die Ziegelsteine schon mal herstellen. Und dann mal gucken, wie denn jetzt die Treppen waren. So, ja, es gibt Treppen. Yay! Okay. Haben wir das. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Dann kommt hier nochmal ein bisschen Ziegel auf, Lehm auf den Ofen. Oder in den Ofen, je nachdem, wie man das nennen möchte. So, und die werden dann da hinten mit angebaut. Wie genau, muss ich halt dann mal gucken. Ja. Wir können jetzt demnächst hier so mal ein bisschen anfangen mit Teppich und sowas, dass wir das hier mit reinbauen. Wir brauchen hier Türen. Die Türen können wir mal eben herstellen. Wir brauchen nur 3 Stück, glaube ich, ne? Und ich habe mich dazu entschieden, wir werden ein Kellergeschoss dafür einbauen, für dieses Haus. Was dann grundsätzlich wahrscheinlich als Lagerraum dient oder sowas. Mal gucken. Ich habe mir da noch keine Gedanken drum gemacht. Wie immer. Ich mache mir ja grundsätzlich eher wenig Gedanken bei sowas. So, einmal hier Tür. Dann hier eine Tür. Und hier eine Tür. So, und es wird auch schon wieder langsam hell, das ist sehr schön.